Grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gefreut ich mich einmal richtig, weil es einmal ein bisschen was anderes ist. Wir machen einen kleinen Garten. Und zwar bei meinem Sohn in Nils. Der wohnt seit kurzem in einer richtig, einer lieben kleinen Wohnung mit einem kleinen Gatterl. Und da helfen wir ihm natürlich gern. Und das soll so richtig ein Paradies natürlich für Nils werden, aber auch für Biene, Hummel, Schmetterling. War super, wenn ihr dabei wart. Jetzt fahren wir. Ja, da sind wir jetzt, im Nils, sein kleinen Paradies. Ein bisschen was hat er schon gemacht. Das Ganze ist ja irgendwie so entstanden, nachdem der Nils da eingezogen ist, waren wir natürlich gleich begeistert, dass er ein kleines Gatterl dabei hat. Und der Nils hat einfach so ein paar Vorgaben an uns gegeben, was er gern haben möchte. Er war eh sehr bescheiden. Der Nils tut sehr gern naschen, aber die Sachen eben aus dem Garten Heidelbeeren mag er sehr gern, ein bisschen Obst, Himbeeren. Solche Sachen, Brombeer ist sogar auch nicht da. Ein bisschen was fürs Hochbeet wollte er haben. Und sonst hat er eigentlich gesagt, ist ihm relativ, es soll einfach lebendig werden. Es soll trotzdem auch so sein, dass man sich noch ein bisschen bewegen kann mit seinen Freunden, wenn ein paar Kumpels da sind, dass man eine kleine Partymeile hat. Und die Wiesenflächen, Wiesen ist ihm natürlich auch nicht wichtig, oder Rasen, so muss ich sagen. Da habe ich ihn schon ein bisschen zum Glück angesteckt. Und man muss sich ja vorstellen, vor 2 Wochen ist da das Gras noch so hoch gestanden. Jetzt haben wir das alles weggegeben und wir werden das auch ein bisschen beleben. Und wir haben dann gemeinsam eigentlich so einen Plan gemacht, einen ganz einfachen, wo wir festgelegt haben, wo kommen die Beete hin, wo soll ich was hinsetzen, wo kommt der Hochbeet hin. Dann haben wir sogar so einen alten Zaun um den Dummling gehabt. Das hat super gepasst und der Nils hat jetzt schon ein bisschen eine Vorarbeit geleistet. Aber heute war der Nils gescheiter wie mir, heute ist er Radlfahren. Und wir werden ihm da jetzt, während er weg ist, das Ganze setzen und ein bisschen verschönern. Dann freut er sich, wenn er heute zurückkommt. Ja, der Nils wollte ein bisschen Gemüse, was ja sehr löblich ist. Und nachdem das Budget bei den jungen Menschen meistens ein bisschen begrenzt ist, haben wir uns einfach überlegt, wie können wir die Dinge ganz, ganz einfach machen und so, dass sie aber trotzdem schick ausschauen. Und wir haben dann da ein Hochbeet aus alten Paletten gemacht. Einfach mit den Paletten haben wir den Rahmen gemacht. Und im Nils war das dann, weil wir hätten zuerst gemeint, wir verblenden es einfach so mit einer Strohmatte. Das war ihm zu rustikal, da hat er aber eh recht gehabt. Und dann haben wir das verbrettert und mit so einer Chalkband heißt das, so eine Kreidenfarbe, mit der haben wir das dann gestrichen. Und da hat eigentlich der Nils eine super Idee gehabt, das oberste Abdeckbrett ein bisschen breiter zu machen, weil die jungen Leute sind ja gerne untereinander und dann haben sie da ein bisschen ein paar. Dann können sie ihre Glaserl da herstellen oder wenn man mal ein bisschen Gemüse oder was erntet, hat man da einfach eine nette Arbeitsfläche. Und drinnen, das hat man auch richtig taugt eigentlich, weil wir haben ja da, wie wir die Beete vorbereitet haben, muss ja die Grasnarbe runter. Und wir haben aber geschaut, dass wir nichts ausführen müssen aus dem Garten. Jetzt haben wir die ganzen Grasnarben da unten eingebaut. Haben dann so ungefähr in der Hechen ist dann ein Karton reingekommen aus Trennlock, damit das Gras möglichst auch nicht durchwächst. Und dann haben wir, den habe ich geliefert, einen guten Kompost, oben noch eine Schicht mit 15-20 cm draufgelegt. Und das Gras, das wir da abgeschnitten haben, ist unter dem Kompost. Also es sind ein paar Lagen, so eine Schichtung. Dann kann das richtig gut arbeiten und da wird sich dann das Gemüse sicher schön wohlfühlen. Aber jetzt hole ich ein Gemüse, weil das werden wir am gleich setzen, sein Hochbeet. So, da haben wir einfach eine bunte Mischung. Salat, was haben wir noch?
Petersil, Tomaten, bin ich schon gespannt, wie die tut. Dann habe ich einem, was habe ich ihm da gekauft? Irgendwas Spezielles, einen Zucchini, der klettert. Da werden wir ihm da irgendwo einen Schnirl runterspannen, dann lassen wir den da raufklettern und dann schauen wir, dass wir das einfach voll machen. Und wenn noch ein Platz ist, kann ich ja selber was dazu setzen. Nachdem der Nils ja eigentlich als Wunsch gehabt hat, er möchte nur was zum Naschen, das war ihm wichtig, und blieren soll es, haben wir ihm so seine Heidelbeeren gesetzt. Und jetzt werden wir dazwischen die Beete so richtig vollstopfen mit Blüte. Und wir haben geschaut, dass wir viele Sachen nehmen, die einerseits blühen, die natürlich wieder heimisch sind, dass wir viele Insekten anlocken, vor Schmetterlinge über Wildbienen. Und viel von diesen heimischen Wildpflanzen kann er auch essen. Vielleicht interessiert ihn das dann ein bisschen mehr, weil er ist eigentlich Prozesstechniker und Schlosser, also kommt ganz von einem anderen Bereich. Aber das ist ja immer schön, wenn man sich da ein bisschen austoben kann. Und wenn nicht, hat er zumindest was zum Essen und wir schauen, dass die Sachen gut befruchtet werden von unseren Bienen. Und was, finde ich, ganz gut gelungen ist, wir haben so überlegt, was wäre ganz eine einfache Möglichkeit, die Beete einzufassen. Wir haben das einfach mit Lärchenbrettern gemacht, die wir dann waagrecht im Boden einfach so hochkant aufgestellt haben. Und so hast du eine gewisse Trennung zwischen der Wiesenfläche, die wird sich ja auch wieder bald da fangen, und dem Beet. Und du musst dann nicht dauernd das Gras entfernen, was natürlich sonst einwachsen würde. Aber jetzt werden wir mal schauen, dass wir das alles setzen. Das hat er super vorbereitet, weil da war ja vorher auch überall diese Grasnarbe. Und die ist eben jetzt im Hochbeet drinnen. So, jetzt hole ich die Pflanzen, dann stellen wir das auf und dann setzen wir. Wir werden schauen, was wir alles unterbringen. Ich habe mir lieber ein bisschen eine Reserve mitgenommen, weil man kann dann immer noch sagen, okay, das ist zu viel oder zu wenig. Aber wir haben einfach geschaut, dass auch viele Sachen dabei sind, wo er unter Umständen, wenn er Lust hat, der Nils, kann er mal das eine oder andere auch probieren oder kosten. Zum Beispiel, was haben wir alles? In der Kiste haben wir schon mal eine super interessante Pflanzen. Das ist der Geißbart, schaut jetzt da noch relativ klein aus, wird so 1,5 Meter groß, kann man im Frühjahr wie ein Spargel die Spitzen essen. Das ist eine wunderschöne Pflanze, eine Nachtviole. Riecht jetzt schon, wird am Abend noch intensiver, ist immer schön, finde ich, in einem kleinen Garten oder auf einer Terrasse und lockt Schmetterlinge aus, eine richtige Schmetterlingspflanze. Dieser Duft zieht die magisch an. Dann haben wir da, die sind wirklich auch schön, das sind Kugellorche, eigentlich eine heimische Pflanzen. Theoretisch könnte man es auch essen, wenn es nicht so schön waren. Kriegen dann so kleine rote Kugeln oben. Könnte man auch als essbare Deko nehmen. Ist ein super, super Bienenmagnet. Und wir wollen ja schauen, dass wir viele Bienen herinnen haben, dass sich da was tut beim Nils. Brauner Storchschnabel ist auch eine wertvolle Pflanze für viele Wildbienen. Ah, da sehe ich was Liebes. Das ist der kriechende Günsel. Das ist eine super Pflanze, die werden wir in Nils da irgendwo in seine Rasenfläche, in seine ehemalige Rasenfläche einsetzen, weil die dann sich dann so ein bisschen ausbreiten und beleben einfach jede Wiesenfläche. Das lieben die Insekten und der Günsel ist auch eine super Heilpflanze oder Genusspflanze. Kann man sich austoben, ist essbar. Was viele nicht wissen, eine wunderbare Schmetterlingspflanze, die rote Spornblume, die Taubenschwänzchen, das sind diese kleinen Schmetterlinge, die so wie Kolibris oft vor den Blüten schweben und dann den langen Rüssel da reinlassen. Das ist ein Baldrian aus dem Mittelmeerraum. Du kannst die ganze Pflanze essen, wie ein Baldrian. Ist sogar vom Geschmack her bekömmlicher, von der Blüten über das Kraut, ich glaube sogar die Wurzel könnte man nutzen. Und wenn man es nicht tut, dann freut sich der Schmetterling. Dann haben wir da die rote Lichtnelke, passt sicher gut ein, weil es ist eher ein schwerer Boden. Dann sehe ich da durchblinzeln den Wiesensalbei.
Wiesensalbei könnte man sogar wie den normalen Salbei auch verwenden, theoretisch für einen Tee oder sowas, ist aber viel schwächer von den Inhaltsstoffen. Schöne Blütenpflanze, wieder super für unsere, vor allem für die Wildbienen und für die Hummeln. Ah, da haben wir was Schönes, ne? Was Gutes für die Küche. Das ist der Bärlauch. Der Bärlauch hat eine wunderbare Insektenblüte wieder. Ganz, ganz wertvoll für sehr viele Insekten. Extrem reich an Nektar, wird ganz viel beflogen. Und natürlich, im Frühjahr isst man das Laub, würde jetzt auch noch gehen. Du kannst aber auch die Blüten, erstens einmal essbare Deko. Und die Blüten, wenn sie sich dann in Samen verwandeln, kannst du die Samen ernten. Das hat so eine gewisse Schärfe, so ein bisschen wie Kapern oder sowas. Also kann man auch recht vielseitig verwenden. Und natürlich auch die Wurzel im Sommer könnte man als Zwiebel verwenden. Das ist eine wunderschöne Pflanze. Ist zwar theoretisch essbar, aber wird man nicht essen. Das ist die Kartäusernelke. Kommt eigentlich da in der Gegend auch noch vor. Sieht man hin und wieder noch an Straßenrändern. Die habe ich einfach genommen, weil es einfach so eine schöne Schmetterlingspflanze ist. Das lieben die Schmetterlinge, da hinfliegen und dann wirklich mit dem Rüssel den Nektar trinken. Ist einfach schön zum Beobachten. Was haben wir noch Schönes? Ja, das ist noch was Interessantes. Der Meerkohl, der ist zwar da nicht heimisch, der kommt eher aus dem Norden, aus den Küstenregionen Europas, aber ist ein Kohlgewächs. Kohl ist wieder was, das lieben die Insekten. Die Blüte duftet nach Honig, also ein richtig angenehmer Honigduft. Und bei uns weniger üblich, aber in Great Britain und auch in Norddeutschland wird der aus Gemüse gegessen. Ganz eine interessante Pflanze. Und eine schöne habe ich noch, die machen wir vielleicht noch, das ist der kleine Wiesenknopf, gibt ja einen großen und einen kleinen, Pimpinelle, ist ganz ein interessantes Gewürz. Muss man mal schauen, ob einem das schmeckt vom Geschmack her, kann man in Soßen verarbeiten. Gibt es in Deutschland ganz eine berühmte Soße, wo der kleine Wiesenknopf drinnen ist. Wir schneiden ganz gern in Salat rein. Also wirklich wieder was, was man sehr vielseitig verwenden kann. Also kann sich der Nils einmal ein bisschen austoben. Jetzt werden wir ihm das setzen. Aber erst braucht es den richtigen Platz für jedes Pflänzchen. So, und jetzt einsetzen. Und ein bisschen Burkhardt-Magie. Ja, so schaut das aus. So macht man das. Fertig. Na, ist cool geworden. Einen kleinen Tipp gebe ich euch noch. Wenn es diese Fläche, da ist ja jetzt die ganze Erde eigentlich offen. Und in irgendeiner Form sollte man das abdecken. Weil wenn du das nicht machst, wird da ziemlich schnell alles andere wachsen, außer dem wahrscheinlich, was wir gesetzt haben. Und wir haben da vorher das Gras gemäht. Und jetzt kommt einfach das Gras, wie ihr es da vorher habt. Es war natürlich gut, wenn nicht zehntausende Löwenzahnsamen drinnen sind. Aber das nehmt ihr dann her aus Mulch. Und das könnt ihr wieder machen, sobald ihr es wieder gemäht habt. Einfach ein paar Zentimeter, dann ist es abgedeckt, speichert die Feuchtigkeit und verhindert, dass dazwischen drinnen alles Mögliche keimt. Weil das meiste sind Lichtkeimer. Und das decken wir ab und dann funktioniert das super. Und jetzt eigentlich brauchen wir nur mehr ein bisschen Leben mit unseren Nisthilfen. Das war jetzt mein Stichwort. So schauen die aus, aber das erkläre ich euch später. Weil jetzt gibt es einmal einen schönen Deko-Block von der Cosi. Und auch Cosi braucht für ihren heutigen Deko-Tipp Holzblöcke. Nämlich 3 Stück und 2 lange Pfosten. Denn Cosi macht für Nils und seine Freunde eine Gartenbank. Gestrichen wird die Sitzgelegenheit mit derselben Kreidefarbe wie das Hochbeet. In der Zwischenzeit bohrt Markus 2 Blechkübel an. Diese werden nämlich ans jeweilige Ende der Sitzbank geschraubt. Et voilà, fertig ist die schicke neue Sitzgelegenheit für Nils.
Jetzt werden wir den Nils noch ein paar schöne Nisthilfen für Wildbienen hergeben. Das ist nämlich immer super, wenn viele Wildbienen da sind, weil dann hat er eine gute Bestäubung an seinen Nährgehölzen, aber auch an allen anderen. Außerdem ist das super zum Beobachten, auch für junge Menschen. Das ist Action. Und das sollte man irgendwo hingeben, wo die Witterung nicht unmittelbar dazu kommt und wo sie ein bisschen vom Regen geschützt sind und vielleicht nicht ganz zu heiß, aber auch nicht so richtig schattig. Deswegen nicht. Wenn gar nichts reingeht, über einen langen Zeitraum, muss man es halt woanders probieren. Super ist da oben, glaube ich. Ach, schau, es ist schon nicht geflogen. Die braucht man nämlich nur da herlegen. So, eins. Wie viel legen wir da her? Da kriegt er noch eine. Schauen wir, ob wir die dicken auch reinkriegen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt hat er mal vier Stickeln. Schauen wir, ob sie was tut. Aber ich glaube auf jeden Fall, weil Blüte haben sie jetzt ein bisschen was. Und dann können sie schon hin und her fliegen. Arbeit erledigt. Für Markus geht's jetzt zurück nach Hause. Cool, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns natürlich alle riesig über ein Like. Da oben habt ihr weitere Beiträge von uns. Und unten war natürlich wunderbar, wenn ihr uns abonniert.